Position die den Zentralkomitee gestern adoptiert hat, nachdem es, wie gesagt, Strukturen der Berichterstattung, also so steht, dass man zu diesem Moment keinen Akkord zu dieser Reform können gehen. Wir verlangen bei einer Pensionsreform zuallererst mal ein System, den allen Assyrien dieselbe Pflichten überlegt, dieselbe Rechte dazu besteht und dieselbe Möglichkeiten erhält. Das ist für uns eine von den Sachen, die extrem wichtig ist. Das ist für uns also dann folgerichtig, dass wir eine Harmonisation vom Plafond cotisable, was Pensionsversicherung angeht, brauchen. Und das tisch Sektor Publik und Sektor Privé. Der Sektor Privé hat immer den Plafond cotisable für 5 Mal im sozialen Mindestlohn, den in der Form am Sektor Publik nicht besteht. Wir brauchen dann als dritter Punkt die Möglichkeit für alle Assyrer, dass sie über den zweiten Pilier eine Pension komplementär kriegen. Ich will betonen, dass es hier nicht darum geht, für den öffentlichen System für sich als ein System, das wir aufgerichtet haben, heute zu ersetzen, nicht für ein Komplement dazu zu machen. Ich will betonen, dass eine ganze Reihe von Salarien am Privatsektor die Möglichkeit nicht tun, für eine Pension komplementär bei ihrem Patron können zu kriegen. Und die Leute, die Möglichkeit nicht tun, das ist immer der Meinung, dass das bei der Caisse Nationale d'Assurance Pension für die Leute vorgesehen soll gehen, dass die Leute aus der Stadt können an den Genuss von einer Pension komplementär kommen. Wir wissen, dass heute schon an der betrieblichen Pension komplementär und die Leute aus der Stadt können selber bis zu 1200 Euro die Jahr abbezahlen. Wir sind der Meinung, dass da knapp die Ruhe soll überwählen. Wir können den Leuten die Möglichkeit geben. Es geht halt darum, dass die Leute frei dafür zu decidieren, was sie mit ihrem Meier können machen und ihnen den Schwab, den Hund, die sollen noch können kriegen, hat eine ganze Reihe von Leuten die Situation gedonnert. Was ein Ajustement von den Pensionen angeht, so muss die garantiert bleiben, ob man so lange wie die Kotisationen stabil bleiben. Es kann nicht sein, dass ein Ajustement von den Pensionen noch vorgestellt wird, und das ohne dass in den Kotisationen etwas geschehen muss. Wir brauchen eine Definition von der Penibilität für den Erbesteuer im Land. Nicht nur bei physischen Erbesteuer, bei physischen Tätigkeiten. Stress ist halt auch etwas für die Leute, was wir alle gut haben, die einen vielleicht mehr, die anderen Männer. Aber wir hätten die Möglichkeiten, dass Taschen, die als penibel angestuft gehen, dass die Leute Garantie kriegen in den selben Konditionen wie heute, also ohne Verlust, zum selben Moment wie heute, können an eine Pension zu gehen. Wir sind der Meinung, dass man das aus sich nicht sieht. Wir müssen auch der veränderte Erbesteuerfeld durch Rechnung drohen. Das ist so gewesen, dass früher immer gesagt wurde, dass in der Schwerschaft dass die Schichten, dass die Schichtenerbesteuer das immer so bezeichnet werden. Heute geht das aber über das bei weitem Rams. Wir sind auch der Meinung, dass wenn wir die Leute wollen, wie lange am Erbesteuerprozess haben, dass man dann ein attraktiv Prä-Retreat progressiv muss nachfeiern. An ein Recht auf ein Prä-Retreat progressiv. Das ist also, dass die Leute, die wollen, echt herausklammen, das zwar können machen, teilweise echt herausklammen, dass sie allerdings insgesamt, dadurch, dass sie an einem Prä-Retreat progressiv sind, mehr lang am Erbesprozess dann dranbleiben, teilweise dranbleiben. Und das gibt sich auch flott kombinieren, dass sie für die jungen Leute, um sich an den Betriebraum zu hören, die zu enkadrieren, die sich zu formieren, für sich den Übergang vom Know-how von einem auf den anderen am Betrieb können, gut zu gestalten. Studienjahre, die sich die Leute halt leisten, sollen nicht nur als assimilierte Jahre betrüßt gehen, sondern als kritisierte Jahre, die Studien halt in andere Stellen werden. Am LCGB hatten wir immer Politik, das gesagt wird, dass Studien muss mit Erbisch gleichgesetzt gehen. Und das ist auch so, dass ja auch die ganze Politik, die wir in Europa und auch im Land müssen machen, dass die Leute sich, wir brauchen mehr Leute, die einen Bachelor haben, wir brauchen mehr Leute, die höher gehen Studien haben, da muss es doch klar sein, dass die Leute sich an einer Pensionsreform unterstützt wird und dass die Leute sich nicht nur am Ende von der Karriere, die Leute machen, zu Problemen führt, wenn die Leute gerne an den Rand. Dann haben wir uns auch so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass das Projekt
keine alternative Finanzquelle aufweist, de facto erbischt, dürf in der Zukunft nicht nur allein belastet, wenn es um die Sozialversicherung geht. Wir sind, muss ich so noch an der Überlegung, da nicht noch so weit kommen. Allerdings, wenn wir eine Finanztransaktionssteuer in Europa im Heim Land aufhören, da stellt froh sich, ob wir die Finanztransaktionssteuer dann nicht benutzt, für sich als Sozialversicherung können, an dem muss zu stärken und dafür die nötigen Schmeuern dafür die Sozialversicherung zu degagieren, ohne dass der Faktor erbischt, dann supplementär belastet wird. Kotisationen dürfen kein Tabu sein, wenn das System nicht abgeht, muss man Kotisationen holen, müssen Kotisationen können abgesagt gehen, da dann ein verständlicher und ein zumutbarer Maß. Zuallererst muss ich wissen, dass die Entlösungen an Erbschaftsplätzen verloschen. Das ist ein Binsenweisheit, das ist aber halt so ein Teil von unserer ökonomischen und sozialen Realität. Sind. Wir haben konjunkturelle Krisen, wir haben strukturelle Probleme in unserer Ökonomie, Globalisation, also schlecht wird, wir feiern die Zahl, dass auf Plätzen eben Erbschaftsplätzen entstehen, auf anderen Plätzen verschwanden sie. Der Marché Unique wird auch in Europa für den selbst gesucht, dass man sich auf der engen Seite plätzeweise neue Erbschaftsplätze kreiert und die auf anderen Plätzen und Ländern dann verschwunden sind. Wir stellen aber fest, dass auch ohne Krise Erbschaftsplätze verloren gehen, weil an allen Betrieben Reorganisationen stattfinden, für den Rendement, für die Produktivität aufzusetzen. Es entstehen auch durch den technologischen Wandel neue Erbschaftsplätze, verschwunden aller. Das ist so, dass man durch die ganze Zeit gesehen, dass die Evolution von der Ökonomie selber als Erbschaftsfeld konstant verändert. Also Marché du Travail, wo sich andere Aufforderungen und Leute stellt, aber wir müssen dem Rechnung drohen. Wir sind also an der Obligation, Strukturen und Instrumente zu schaffen, die konzernierten Salarien abfängen, an nicht komplett aufgeschlossen. Wir sind auch der Meinung, dass die Bildung vom Schumach, wie man sie hält, können durch die Limiten rücken. Das muss ich ganz klar sagen. Darf ich nicht vergessen, dass der Bericht Grundlage für die Existenz von einem Menschen und seiner Familie ist. Also muss ich alles machen, für diese Existenz aufzusichern. Die Grafik, die in der Lohr an ihrer Broschüre mit dabei ist, ist dann so zu verstehen, dass muss ich für ihn hinkommen, dass alle Sektorökonomik sich eine Gestion des Sureffektiv kann machen, sich einen kleinen CDR abrieten, eine Zellule, der Reklassement, wo da dann über den Koordinationsfunktion dafür sorgen können, dass von an einem Betrieb Leute dann freigesetzt gehen, weil das so schrecklich tut. Nee. Das ist aber die Realität, weil Leute ihren Platz verlieren, wo sich die Leute abgefangen gehen und direkt können an einen anderen Betrieb. Weil ich schaffe an einer Baufirma, wo sich kein Platz mehr hat, da kann die Schaffe ja bestimmt an einem anderen Teil von der Ökonomie ein Platz als Schaffer fangen und da muss dafür gesorgt gehen, dass ich das über DW kann organisieren. Da muss bestimmte Formationselemente mal ins Spiel kommen, da muss die Formation können die Leute weiterbilden, auch umschulen, wenn das nötig ist, für die Leute ganz einfach da können, um so einen Platz zu bringen. Das heißt, wir versuchen also einen Transfer von einem Sektor in den anderen zu organisieren für sich, eine gleichwertige Beschäftigung für die Leute, da können sicherzustellen. Wenn das dann schlussendlich auch nicht geht, wenn wir feststellen, dass vielleicht dann Bauschen, das Beispiel dann, weil das alles umdreht, und sich einfach zu viele Stehmetzer sind, an die momentan nicht in den Dach kommen, da kommen nur solche Beschäftigungsinitiativen ans Spiel, die Leute müssen abfangen, die Leute eine sinnvolle Tätigkeit sollen zuweisen, an die Leute auch sollen weiterbilden, vielleicht doch beruflich umbilden. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von von Formationsinstituten, die aktiv sind, wo dann zu den Leuten, soweit das möglich ist, man sich an die Leute in eine Richtung kann gehen, dass sie sich beruflich umorientieren, während der Zeit, wo sie an der Beschäftigungsinitiative mal dabei sind. Wenn man fertigkommt, dann rauskommt, das ist ein kleiner Teil von den Leuten, nicht an einer Beschäftigungsinitiative, oder das geht ja immer darum, für die Leute auf den ersten Marsch direkt zu kommen. Alle Initiativen, die brauchen, sollen dafür sorgen, dass die Leute immer auf den nächsten Erbschaftsmarsch können zurück und es da wird Erbschaftsverhältnis kommen.
wenn sich nur herausstellt, dass das bei einem kleinen Deal für die Leute nicht der Fall ist, dass sie mehr der Meinung, dass die Leute nicht können, am Schulmarsch aufkassiert werden, wie dass die Leute sich erbestimmt so eine Zugewiese kriegen, die Dividende so schön heißt, Travaux extraordinaire dans der Region Rosin, wo in den Leuten eine sinnvolle Tätigkeit gibt, das man vorne hat von ihrem Leben, von ihrem Lebensstandard, wo ihnen dann auch für sich die Leute um auf die nächste Marsch zu kriegen, wird das durchaus ermöglicht, dass halt durch den technologischen Wandel ein ganz limitierter Zahl von Leuten vielleicht aber schwerer zu klassieren sind, schwerer zu rekassieren sind. Und wir wollen die Leute nicht einfach dahinter stellen oder aufrutschen, sondern wir wollen die Leute über TV beopfern. Pardon, wir haben hier im Land ein grosses Problem auch am Privatsektor, weil es sich Leute, die krank sind, Leute, die schwer krank sind, geht hier um Leute, die wirklich schwer krank sind. Leute, die sich 360 krank sind, auf die letzten 2 Jahre zurückgeguckt, die da rüber über die 52 Wochen sich krank gemeldet sind, riskieren, an den Abseits zu geraten, riskieren eine Situation zu geraten, wo CNS sich die Krankmeldung nicht mehr indemnisiert, aber auch der Best verlügert, weil sich die Relation de Travail abgelöst wird, den davon an die dritte Situation kommt. Das ist für uns eine Situation gewesen, die nicht sinnvoll ist, die nicht akzeptabel ist, weil die Leute, die hier gerät, dass die Leute schwer krank sind, wir schwätzen halt von Krebserkrankungen, wir schwätzen halt von Leuten, die mal schwer herzkrank sind, wir schwätzen halt nicht von den Leuten, die immer visiert sind, wenn wir von Absentismus schwätzen oder wenn wir mengen, wir gehen von Leuten schwätzen, die da den Gag machen, es geht halt absolut nicht um die Leute. Wir haben uns eine Reihe von Interviews an die Marche gehabt bei den 2 Ministern von der Sécurité Sociale, an dem von Travail an sich sind wir froh, eine Reihe von Lesungen können zu präsentieren. Die erste Lesung ist die, dass die Leute riskieren, nur in die 52 Wochen zu kommen oder bei den 52 Wochen sind, vom Kontrollmedikal in Zukunft, d'office an eine Pension d'Invalidité temporär, das hat mir ein provisorisches Invaliderent gemeldet. Das erste heißt, die Leute rutschen nicht mehr auf. Die Leute gehen an die provisorische Invaliderente gesagt, wieso sich eine definitive Lesung da ist, das kann man eine definitive Invaliderente ziehen. Es geht darum, eine Reihe von Leuten, die gesund. Das zweite Problem, das wir dann haben, ist, dass durch die provisorische Invaliderente das Erbischtsverhältnis auch abgelöst ist. Und da wird das Erbischtsgesetz geändert. Es geht aus der Ablösung vom Erbischtsvertrag ein Sus. Eine Suspension vom Erbesvertrag gemacht, ähnlich wie beim Congé parental. Das heißt, dass es sich gewährt wird, bis der Mensch entweder ein definitiv Invaliderent tut, oder wenn er gesund wird, kann er ihm schaffen. Das klingt nur komisch, wenn ich das so sage, wir haben eine ganze Reihe von Leuten auch begegnet, die an dem Fall sind, die sich psychologisch extrem damit abgebaut haben, dass sie gesund sind. Ich bin zwar schwer krank, aber ich gehe gesund, ich kann ihm gerne schaffen. Und da soll ich noch dafür sorgen, dass die Leute mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben kämpfen, so, und das klingt so dramatisch, wie das aber so, bei einzelnen Erkrankungen, dass sie die Leute zurück von der Existenz dann aber wäschen. Dass sie sich die Leute wissen, wie die Existenz ist aufgesichert, und sie können sich auf die Gesundheit konzentrieren, an denen, die Willen wird, an denen, die nur im Willen schaffen, und dann kann der Zoll auch die Möglichkeit kriegen.